Moin Leute, Muizi hier. Heute gibt es das erste Video in Season 13. Eigentlich sollte das erste Video in Season 13 erst ganz anders aussehen, denn ich wollte eigentlich gestern schon ein Video mit Season 13 Gameplay bringen, wo ich auch ein wenig meine Meinung zur Season äußern wollte. Da kam dann aber leider was dazwischen, da ich den Stream, den ich direkt zum Season-Start gemacht habe, irgendwie nicht in voller Qualität, sondern nur in 360p oder so herunterladen konnte. Und das wollte ich euch natürlich nicht antun, denn das sah wirklich einfach nur extrem scheiße aus. Deswegen kommt das Video leider doch nicht und das 4000 Damage Gameplay mit Newcastle wohl wahrscheinlich auch nicht. Das tut mir wirklich leid, aber ich kann es halt leider nicht ändern. Dennoch kann ich ja hier einmal kurz was zur neuen Season sagen. Ich finde die Season echt gelungen. Newcastle ist echt cool und meiner Meinung nach weder zu OP noch zu schlecht. Die Map-Änderungen und die Waffenänderungen sind auch ganz cool. Es ist nur ein bisschen schade, dass die R301 im Replikator ist und die Spitfire mega OP zurück ist. Dennoch ist der Season-Start, finde ich, echt sehr gut gelungen. Wie dem auch sei, beginnen wir jetzt mit dem eigentlichen Videothema und zwar habe ich heute mal wieder ein paar News für euch am Start. Es geht heute um das Hero Anime Event und Private Games für alle. Als erstes beginnen wir mit dem Hero Anime Event, welches noch diese Season starten wird. Das Hero Anime Event beinhaltet ein paar ziemlich coole Skins im Anime Design. Einige der Skins sind, denke ich, sogar irgendwelche Inspirationen aus Anime-Serien oder Filmen. Der erste Skin wird dieser Skin hierfür breiter sein. Er ist episch und trägt eine ziemlich außergewöhnliche Farbe, was aber finde ich wirklich extrem nice aussieht. Als nächstes haben wir diesen Skin für Pathfinder. Auch dieser Skin ist episch und er trägt an sich relativ standardmäßige Farben, hat aber hellblaue Animationen, was auch wieder sehr nice aussieht. Weiterhin haben wir noch einen Skin für Caustic. Auch dieser Skin ist wieder episch und trägt hauptsächlich rot-schwarze Farben mit Feuer- bzw. Lava-mäßigen Animationen. Außerdem bekommen wir noch einen epischen Skin für Bangalore. Er trägt hauptsächlich rot-weiße Farben und eine lilane Frisur, was den Skin, finde ich, besonders und cool aussehen lässt. Zuletzt bekommen wir noch einen epischen Skin für Bloodhound. Dieser Skin trägt schwarze Farben mit roten Animationen und hat Besonderheiten an den Augen, da eines der beiden Augen rot und das andere schwarz ist, was, finde ich, sehr zu dieser Anime-Figur hier passt. So, das waren soweit auch alle bisher bekannten Skins zum Event. Es ist leider noch nicht ganz bekannt, wie die Skins verkauft werden und wann das Event kommen wird, aber bisher wird noch der 21. Juni vermutet, was also so ungefähr in der Mitte der Season wäre. Schreibt ihr mir aber gerne mal in die Kommentare, ob euch einer dieser Skins an irgendeinen bestimmten Anime-Charakter erinnert und welchen der Skins ihr am besten findet. Als nächstes geht es um ein lang ersehntes Feature, welches noch diese Season kommen wird, und zwar die Private Games. An sich gibt es die Private Games ja schon seit ein paar Seasons, jedoch kann sie bisher nicht jeder machen, sondern nur bestimmte Leute, die einen Code haben. Das soll sich jetzt aber bald ändern, denn jeder soll die Möglichkeit dazu bekommen, was wirklich extrem nice ist, da es auch für uns als Community einfach nur mega geil ist, da wir somit öfters Private Games machen können und locker immer 50 bis Leute in eine Lobby bekommen werden und wir damit auch ab und an mal Turniere mit Preisgeld machen können. Hier sehen wir auch einmal ein Bild, auf dem wir die spätere Ansicht für die Einstellungen sehen können. Wir können ein paar verschiedene Einstellungen vornehmen und darunter sind die Map, bei der wir jede Map auswählen können, auch wenn sie aktuell gar nicht aktiv ist, und der Modus. Es wird einmal Battle Royale und einmal sogar Arena geben. Das mit Arena finde ich auch echt cool, denn wenn man es nur unter ein paar Leuten machen will, also vielleicht unter Freunden, bringt es im Battle Royale halt nicht wirklich viel. Wann die Private Games genau für alle freigeschaltet werden, ist nicht bekannt, es wird aber auf jeden Fall im Laufe dieser Season passieren. Ich persönlich vermute, dass es zusammen mit dem Mid-Season-Patch kommen wird, also wohl ungefähr zur Mitte der Season. Jedenfalls freue ich mich für uns als Community schon mega drauf. So, und das waren soweit auch wieder alle News für heute. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Lasst sehr gerne noch eine Bewertung und sehr gerne auch Feedback in den Kommentaren da. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.